Willkommen zur neuen Strecke, beziehungsweise zur nächsten Strecke Pilz. Ach Quatsch, Pilz. Es gab Sorbetland. Und wo ich jetzt mit Pilz angefangen habe. Hä? WTF? Warum springt der? Hä? Meine Güte. Ach, in der letzten Aufnahmesession noch ein paar Hacker. Ist das nicht schön? Auf jeden Fall nochmal zurück. Es gibt insgesamt 8 Cups. Und wir fangen auch mit den neuen Strecken an. Es ist einmal der Pilz Cup. Und zwar einmal Mario Kart Stadion. Ja, eine Strecke, die durchs Stadion führt und ja, so ähnlich wie in Luigi's Pist, also so eine ganz einfache Strecke, sagen wir mal, so wie in Mario Kart Wii, Mario Kart 7, also einfach so eine Einsteigerstrecke quasi. Also damit, weil ich denke, so der Pilz Cup ist für mich immer persönlich so ein bisschen der Einstieg, so in die neuen Sachen, weil was es so gibt, würde ich mal sagen. Und ja. Wer der Besitzer dieser Strecke ist, ist auch noch nicht bekannt. Also ich habe jetzt auch hier so eine Liste, was auch wahrscheinlich der Besitzer sein wird. Also bei mir steht jetzt wahrscheinlich Baby Mario. Aber ich möchte euch jetzt nicht sagen. Also auf jeden Fall Mario, ob es jetzt Baby Mario ist oder Mario, ist wahrscheinlich. Und was mache ich denn da? Ja. Das nächste ist der Wasserparkstadion. Ja. Das, ich denke mal, das muss man jetzt nicht. Das ist durch einen, ja, Freizeit und einen Wasserpark führt die Strecke durch. Auch sehr interessanter Name und ich bin auch gespannt, wie die auch umgesetzt wird tatsächlich. Freue ich mich auch schon riesig. Und der Besitzer dieser Strecke ist Wario. Dann die nächste Strecke ist der zuckersüße Canyon. Also Canyon müsste ja jeder kennen, Grand Canyon in der USA. Ist ja nicht schwer, ich glaube bei Nevada so ungefähr. So ungefähr in der Nähe, sagen wir mal so. Oder ist es sogar in Nevada? Ich weiß nicht. Und ja, es ist so eine Strecke, die durchs Land der Süßigkeiten geht, so, ja, Süßigkeitenstrecke gibt es ja, denke ich mal, eine, also ich kenne nur eine, die ist vom N64, diese Schokostrecke da, ja, auch sehr interessanter Name, also ich finde die Namen sehr interessant, auch ein bisschen kindisch, aber das ist okay, also es ist halt Mario ein bisschen, ich finde es cool, mir gefällt es, sagen wir mal so. Und die letzte Strecke ist der Steinblock-Ruinen. Ja, das ist so eine quasi so ein bisschen schwierigere Strecke, würde ich mal sagen. Ja, und der Stern, das ist perfekt natürlich für mich am Ende. So, ich versuche noch ein Item zu holen. Und, ah ja, stimmt, die fahren ja wieder zurück. So, was macht der jetzt? Fährt er zurück oder nee, der bleibt. Der fährt durch. Gut, dann sind wir wohl Zweiter. Ja. Letztes ist eine Steinblockruine, die wahrscheinlich Donkey Kong angehören wird. Und bei der anderen Strecke wird es wahrscheinlich entweder Baby Peach oder Baby Daisy gehören. Also durch Höhlen und Ruinen mit Steinblöcken. Also dass man, ja, in so irgendeine Ruine reinkommt und dann oder eine Höhle kommt, wo auch wahrscheinlich auch die Lichter eingesetzt werden. Und ja, und das ist quasi die Steinblockruine. Und das ist auch der Pilz Cup. Ja, ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Also auf die neuen Cups bin ich sehr gespannt, also... Ich kann jetzt nicht sagen, oh, das wird bestimmt geil oder wird bestimmt scheiße. Ich bin einfach nur sehr gespannt, muss man sagen. Und ja, wir werten unsere Punkte auch gut auf. Ob wir 9000 schaffen, ich glaube eher nicht, aber wir werden es sehen. Ja. Der nächste neue Cup, den wir machen werden, ist der Blumencup. Also, ach Quatsch, der nächste Cup, den es gibt, ist ein Blumencup. Oh Mann, ey, ich bin so verpeilt. Es tut mir ehrlich gesagt leid. Dass er so ein Niveau ertragen wird. Einmal die Marios Piste. Traditionell, wie immer, gibt es eine Marios Piste bei Blumens Cup. Der erste war bei Mario Kart 8 der Fall. Ach Quatsch, Mario Kart 7 der Fall und jetzt auch bei Mario Kart Wii. Und ich glaube, es nervt euch ein bisschen, dass ich dauernd mich verwechsel oder verlaber. Ich hoffe nicht so krass. Also ich wette, es verärgert euch. Und war das nicht schlau, hier durchzufahren? Doch, hier soll man durchfahren, genau. Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich habe irgendwie nicht mitbekommen, dass die zweite Runde angefangen hat. Die nächste Strecke ist Tots Hafenstadt. Also bei der ersten Strecke ist ganz klar mit Mario. Also, wer an was anderes glaubt, der... Nein, Spaß. Kann sein, dass es vielleicht Baby Mario wird, aber ich glaube ja nicht. Es wird Mario werden, sicher. Die nächste ist die Tots Hafenstadt, also eine Strecke durchs Meer. So ähnlich kann man sagen wie Pier Sal Delfino. Oder auch eine gewisse Custom-Track-Strecke, die mir jetzt gerade nicht einfällt, der Name. So ein bisschen durch den Hafen... Die halt Todd angehört, kann man sagen. Und ja. Kann ich noch ein gutes Item? Ja, Stern. Perfekt. Passt. So.
Ah, jawohl. Schön, wir haben den Mario noch weggerammt. Dankeschön. Und tschüss. Ja. Und die nächste Strecke ist Wuselvilla. Eine Strecke, die durchs Gruselvilla von Luigi's Mansion 2 durchfährt. Also wird es Luigi werden. Also ein bisschen was von Luigi's Mansion 2. Und Sky Guys Wasserfälle ist eine Strecke mit Wasserfällen, die zum Teil befahrbar ist. Und die natürlich Shy Guy wird. Ganz cool, obwohl ich kein Fan von Shy Guy ist. Zum Beispiel Shy Guy Strand oder so. Also die Shy Guy Strecken fand ich nicht so gut. Aber mal sehen, wie die Shy Guy Strecke sein wird. So, die nächste Strecke, die wir fahren, ist GBA Bowser's Fest und 3. Und wir gehen jetzt nun zum Sternencup. Mit der ersten Strecke, die ist der Sonnenflughafen. Also, ja, wahrscheinlich, den haben wir auch im Trailer gesehen. Einfach halt durch so einen Flughafen fahren wir halt so rum. So durch einen Flughafen. Und auch durch Flughafen, also quasi durch Terminals, Gates und so weiter. Und auch natürlich auch durch ein Flugzeug. Was auch ganz interessant ist, also hat mir zumindest im Trailer relativ gut gefallen. Wo wir auch wahrscheinlich auch eine Flugpassage haben werden, also kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin gespannt, muss ich ehrlich sagen, auf diese Strecke. Dann die Delfinlagune. Ja, ich denke mal, das ist klar, eine Unterwasserstrecke mit Delfinen, also... Auch wird da hier die Unterwasserpassage, ob es jetzt durchgängig unter Wasser ist oder erstmal, dass wir erst an Land sind und dann erst in die Unterwasserpassage reingehen, müssen wir mal abwarten. Also bin ich auch sehr gespannt auf die Strecke. Ja. Die nächste Strecke ist der Disco-Trom. Und das ist eine Strecke, ja, durch eine Großstadt von Lichtern. Und zwar, soweit ich lese, von Neonlichtern. Also auch ganz interessant. Und ja. Ja, die Bombe ging richtig daneben. Mann. Ich muss ehrlich sagen, ich konzentriere mich auch nicht so stark aufs Rennen, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich ehrlich bin, ich gucke eigentlich immer auf mein iPod. So. Wie man auch hier an der Strecke erkennt, ich bin froh, dass hier Cheater dabei sind, die meine Punkte halbwegs noch aufwerten. Bin ich froh. So. Jetzt der Blitz, der Luigi reingeschlagen hat. Ja, und dann die letzte Strecke ist Wario's Abfahrt. Also eine Strecke, ja, die halt bergab geht, aber durch Schnee, also quasi eher so wie eine Skipiste, kann man sagen, so ähnlich. Also sagen wir mal, ja, okay, dicke Schikane kann man ehrlich sagen, ehrlich nicht sagen, weil man geht ja erst rund, man geht ja erst bergauf und danach geht es erst bergab, so ziemlich, ne, fahren wir ja bergab. So eine, ja, Skipiste halt quasi, wenn man so bedenkt. Und, ja, der schmeißt ja ein bisschen mit rum, das ist schön. Ja, mal sehen. Ob wir jetzt den ersten oder zweiten Platz halten. Ja, natürlich der Stachipanzer, der kommt natürlich mein bester Freund und Helfer. Und ja. So, ja. Jawohl. Und durch. Wow, hab ich Glück gehabt. Wenn ich runtergefallen, das wäre nicht so schön gewesen. Ja, Funky Kong werde ich, wie gesagt, in der letzten Aufnahme fahren. Wie ich das schon ein paar Mal angekündigt habe, glaube ich. Und ja, oh. Also ich hasse es manchmal, wenn die sich da durchlecken, ey. Das nervt manchmal. So, träumen ein bisschen mal. Sorry, wollte ich nicht. So. Jawohl, komm. So, jetzt komm. Oh, die haben noch Papa geowned. Yeah. Geil. Ja, wie gesagt, wird durch Eishöhlen durch. Und... Und was auch neu ist, es gibt hier drei Abschnitte. Also es ist nicht in drei Runden aufgeteilt, sondern in drei Abschnitten. Diese Abschnittstour haben wir auch schon in Mario Kart 7 kennengelernt, die es zum ersten Mal neu gab. Also wird es hier in drei Abschnitten unterteilt, was ich auch cool finde. Also eine coole Idee. Und ja, ich bin sehr gespannt, ja, wie es am Ende umgesetzt wird. Und ja, wen es gehört, ist ja auch klar, Wario natürlich. Ja, und dann gehen wir auch zum nächsten Cup, den Special Cup. So, wir sind nun in Marios Piste angelangt und reden jetzt nun über den Special Cup. Ja. Das erste ist die Wolkenstraße. Ja, das ist eine Strecke, ja, die führt über Wolken, also wahrscheinlich im Himmel. Soweit ich es auch noch lese, auch durch ein Luftschiff von Bowser. Und von einer Ranke. Ich denke mal, Ranken müsste jeder kennen. Wenn wir so ein Secret Exit finden oder ein Starcoin, also jetzt bei Mario Bros. Ja, dann weiß man ja, was man findet und... Wird es einen Glitch aus oder wie?
Na egal. Ist ja jetzt egal. Wir werden ja wahrscheinlich eine gute Platzierung bzw. eine gute Punktzahl kriegen. Die Frage ist, wie hoch? Und, oh, Glück gehabt. Danke, dass er abgefangen hat, ey. Das ist natürlich cool. Und es wäre schön, dass wir noch die 9000 abschließen würden, aber ich bin sowieso in meinem Ziel hinaus und ja, der hat Spaß und fährt mit dem Bullet durch. Aber er wird ja eh wieder zurückkommen. Ah, nee, der ist ja gerade zurückgefahren. Das wird er wieder ja, lassen wir einfach mal das Thema und mal sehen, was er macht. Ob der Scheiße baut oder nicht. Die nächste Strecke ist die Knochentrockenwüste. Das ist ganz einfach. Ist halt eine Strecke voller Knochentrocken. Also eine Wüste mit Knochentrocken, genauer gesagt. Was ich auch cool finde, also ich bin zwar nicht so ein großer Fan von Knochentrocken, aber wir werden es mal sehen. Also wird bestimmt schön sein, also auch. Und ich bin auch auf die Details gespannt. Also ich bin generell auf allen Strecken die Details gespannt, wie die einbauen werden, weil die machen ja auch, die bringen ja auch Details rein, so Details vom Spiel und so. Machen ja meistens und ja, der hat Spaß anscheinend. Und, nein, 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 oh mein Gott, warum bleib ich stehen? Oh Gott. Ja, und die nächste Strecke ist auch bekannt, ist eine Bowsers Festung. Ja, führt natürlich durch eine Festung mit viel Lava. Und ja, und auch nicht ganz einfach, genauso wie die Rainbow Road, die durch, ja, ins All geht mit Regenbogen und Raumschiffen. Und ja, die Königsdisziplin wie immer, also Regenbogen Boulevard ist meistens die Königsdisziplin. Ja, und das sind eigentlich die Cups. Also ich bin auf alle Cups sehr gespannt. Ich bin ja alle natürlich nicht gefahren. Und wir kommen jetzt auch gleich in der nächsten Runde auch zu den Retro Cups. Und da sind auch zwei Wii-Titel dabei, kann man sagen. Und ja, wir gehen einfach mal zum nächsten Rennen.